Ja, schön wieder hier zu sein. Ich glaube, wir sollten jetzt mit dem Clanführer reden. Ach, hallo. Was seid ihr denn für Kerle? Clanführer will mit Ihnen sprechen. Ah ja, ich auch. Reden Sie bald mit ihm. Praktisch. Sollten wir beschließen, dass Sie nicht willkommen sind, werden Sie das kurz vor Ihrem Tod noch erfahren. Ah ja, super. Danke. Wir waren ja hier jetzt noch gar nicht. Ich kenne den Ort sehr gut, weil ich hier ziemlich viel unterwegs war. Ich frage mich nur. Vorsicht, Mensch. Stand da hinten nicht noch jemand rum eigentlich? Nee. Ach, der stand da. Ah, ich bin blöd. Hallo, Wenn Bloodpack-Anwerber. Sie Arbeit suchen, sind Sie auf dem falschen Dampfer. Das Bloodpack rekrutiert nur Ah Kroganer. ja, interessant. War es doch nicht der? Egal. Gut, gehen wir jetzt einmal weiter. Ich habe jetzt hier keine Lust nach irgendwas zu suchen. Wir rennen mal runter. Ach, schön. Ah ja. Die mit ihren komischen kleinen Viechern, diese komischen Hundeteile. Ah ja. Mach mal. Auf jeden Fall, man sieht schon, die Kogana haben paar Probleme. Halt. Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Sie Besprechung. wissen, was die Ah Tradition ja. verlangt. Der Erdnord-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es, zu einem kritischen Zeitpunkt schwach zu erscheinen. Reicht das? Ach. Entschuldigen Sie mich. Ich dachte, Shepard. Hi, Guy. Werte Freundin. What's up? Für eine Tote sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmaier nicht gegenseitig umbringen. Ha. Sie haben den Aufstieg von Erdnard erst möglich gemacht. Hey! Würmaier war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erdnard zu vereinen. Sie haben Geile Sache. ihre Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ach Mensch. Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Guter alter Rex. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Zerstört bei einem Überraschungsangriff der Kollektoren. Mich hat's dabei zerlegt. Dafür sehen Sie aber gut aus. Das sind eben die Vorteile eines redundanten Nervensystems. Echt mal. Ja, Menschen haben sowas nicht. Oh, dann war es bestimmt sehr schmerzhaft. Aber nun stehen Sie vor mir und haben ein starkes neues Schiff. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir gegen das Unbekannte und mit großen Knarren haben wir es erlegt. Es waren gute Zeiten. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Oh ja. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Ja, gut. Klingt, als hätten Sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Ach. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sehr ehrenhaft. Alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Schöne Sache. Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Oh ja, gut, interessant.
läuft ihr Plan, sie teilen ihre Frauen, whatever. Obwohl, eigentlich interessant. Was halten die Frauen des Erdnott-Clans von diesem Plan? Es war die Idee der Anführerin unseres Frauenclans. Ach. Das neutrale Gebiet ist sicher und bewegt andere Frauenclans dazu, sich mit uns zu verbünden. Angriffe auf Erdnott gefährden jetzt die Frauen aller Clans. Selbst Clans, die mich gerne tot sehen würden, werden den Erdnott-Clan verteidigen. Super Sache, super Sache. Läuft ihr Plan, mein Geschäft hier, bla. Gut, dann... Ich muss gehen, wir besprechen das ein andermal. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Tuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Pharos und Delos. Ja, schöne Sache. Nett, dass du uns darauf hinweist. Finde ich echt extrem geil, wieder Rex mal hier zu begegnen. Ich habe das Spiel ja schon mehrmals durchgezockt und ich hatte bis jetzt, glaube ich, 3 Safe Games oder sowas, wo Rex gestorben ist. Und da macht es extrem viel Spaß, wenn er hier wieder ist. Die Kinder rübergeschickt hat. Nein, ich hatte wegen eines Angriffs der Baron zu tun. Warum? Ein paar vielversprechende Krieger dabei? Ah ja? 13 Wachen gezählt, seit wir reingekommen sind. Haben die Angst vor einer Invasion des Planeten? Nee, wahrscheinlich eher haben, desto mehr wollen sie's vor beschützen. Einer Invasion der eigenen Rasse. Hast du den Extranet gesehen? Dieser Müll schützt dir das Hirn voll. Ah ja. Typische Gespräche bei Kroganern. Schamane? Wer prügelt sich denn hier durch? Ich hab doch gerade irgendjemanden. Oh. Ich habe genug von dir. Hey! Dann bringen wir's zu Ende. Die hauen sich gerade die Schädeldecke ein. Was? Ich werde niemals aufgeben. Dann lege ich dich auf die Schultern. Schöne Sache. Schöne Sache. Ganz typisch Kroganer eben. Ach, ein Botschafter. Hallo. Zurück, Mensch. Ich mag bei meinem Volk ein Botschafter sein. Aber das bedeutet nicht, dass ich mit jemandem wie Ihnen sprechen muss. War klar. Gehen Sie jetzt, bevor meine Wachen Sie entfernen. Sie scheinen mir ein weitgereister Kroganer zu sein, Botschafter. So ist es. Dann müssen Sie auch wissen, wer ich bin. Und Ihnen muss klar sein, dass jeden Unheil erwartet, der sich gegen mich stellt. Zurück, Männer. Ich bin der Botschafter des Nakmor-Clans bei den Erdnott. Wir sind ein kleiner Clan aus dem Craddock-Ödland. Wenn Nakmor ein kleiner Clan ist, wie halten Sie dann die mächtigeren Clans davon ab, sie zu vernichten? Wahrscheinlich durch das neue System. Des großen Warlords Nakmor Kral, der sich gegen mehrere Einheiten Turianer gestellt und dabei den Sieg davon getragen hat. Die meisten Clans bringen uns den Respekt entgegen, den sich unser Vorfahre verdient hat. Was hat der Nakmor-Clan mit den Erdnott zu tun? Clanführer Rex hat mich angefordert. Er und der Nakmor-Clan stehen seit längerem in Verhandlungen für ein dauerhafteres Bündnis. Mit unserer Hilfe könnte Erdnott andere unter seinem Banner versammeln und Tuchanka wahrhaft einen. Das gäbe uns die Möglichkeit, größere Schlachten mit besseren Plündermöglichkeiten zu schlagen. Ah ja. Ich dachte, alle Kroganer wollen Krieger werden. Warum wird ein Kroganer Botschafter? Ha, Sie wissen weniger, als Sie glauben, Mensch. Ein kroganischer Diplomat muss die Stärke seiner Leute repräsentieren, sonst gilt sein Clan schon bald als vogelfrei. Ich habe mich an die Spitze meines Clans gemetzelt, Mensch. Ich spreche mit der Autorität eines Kriegers. Ah ja, okay, gut. Dann sehen wir uns bei später irgendwann. Und ich sehe gerade... Jack trägt Kleidung. Warte mal, wartet. So, da. Ach, jetzt renn doch nicht weg. Ja, hey. Oder? Ist das Kleidung? Ich kann es nicht erkennen. Sieht aber ganz danach aus. Ja. Schöne Sache und ich glaube, wir gehen jetzt mal wieder runter, weil hier gab es eigentlich nicht so viel. Schöne Sache, wie sich die Köpfe einhauen da oben. Aha. Wir müssen da unten hin. Ja, genau. Ach ja. Wettannahme. Kampf beobachten. Nee, danke. Hier ist er. Oder? Ja. Hallo! Was wollen Sie, Mensch? Rex hat gesagt, ich soll höflich sein. Aber er hat nicht gesagt, dass Sie mich ansprechen würden. Ah ja. Ich suche einen Salarianer. Das Bloodpack hat ihn gefangen genommen und er wurde zuletzt hier in der Gegend gesehen. Ich habe von dem Salarianer gehört. Armer Kerl. Wenn's das Bloodpack war,
Dann hat ihn jetzt der Werelock-Clan. Oh. Ich habe einen meiner Kundschaft dahin geschickt, um die Sache zu überprüfen, aber er kam nie zurück. Vermutlich haben sie ihn auch erwischt. Hm. Der Chief hat gesagt, ich soll ihn einen der Trucks geben. Ach, super. Folgen einfach dem Highway bis zu Werelocks Basis, wenn sie den Mumm haben, gegen ihn und das Bloodpack anzutreten. Jo, gut, dann gehen wir mal erstmal. Danke für die Information. Ja, und wenn wir dadurch die verdammten Außenweltler loswerden, Sie können den Truck da drüben nehmen. Ja, danke. Brauchen Sie sonst noch was? Erzählen Sie mir von sich. Ich will doch eigentlich... Nö. Die andere Frage hätte ich gerne noch gestellt. Wegen Grunt. Augen nach vorne. Aber ach, das war doch mit der... Ja, das war mit Rex, müssen wir da reden. Vergesse ich mal wieder. Ja, das ist so witzig, dass der jetzt wirklich der Clanführer geworden ist von dieser kleinen Gruppe hier. Was eigentlich echt geil ist. Hallo Rex. Shepard, was kann ich für Sie tun, mein Freund? Hier, Grunt und so. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Ersatz für mich, was? Nun, ich kann erst sagen, was mit ihm nicht stimmt, wenn ich ihn sehe. Bringen Sie ihn beim nächsten Mal mit. Ach ja. Die Außenwelt Varen hat sich vermutlich irgendwas Schwaches von den Menschen eingefangen. Gut. Dann müssen wir wohl... Ich glaube nicht, dass Rex mitkommt. Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Ach ja, gut. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Danke. Dann kommen wir gleich mal wieder ein bisschen verstärkt mit Grunt an unserer Seite. Hätte ich natürlich machen sollen. Die Citadel hat diese riesigen Arme. Aber ich war natürlich wieder zu bescheuert. Ich bin hier oben vollkommen falsch. Aber ich bin natürlich wieder zu beschränkt gewesen, daran zu denken, dass man vielleicht Grunt hätte mitnehmen sollen. Habe ich nur wieder daran gedacht, hier guten Gesprächsstoff zu kriegen, vielleicht. Aber leider nicht. Finde ich ja schade. Das fehlt mir noch so ein bisschen an Mass Effect im Allgemeinen. Dieses, wie es eigentlich in BioWare meistens, also von BioWare meistens typisch ist, dass die Charaktere auch untereinander unterhalten. Das fände ich echt noch toll, wenn sie das eingebaut hätten, so wie in Dragon Age zum Beispiel. Aber es war ja auch in anderen Spielen so von denen. Wir fordern mal ein neues Gruppenmitglied an. Das war diesmal Grunt. Und Garrus kann ja mitkommen. Was soll's? Turiana kommt sicher extrem gut hier an. Naja, mal sehen. Bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt, wie hier ein Turiana ankommt. Ein Salarianer hätten wir auch mitnehmen können. Ach Mensch, also hier, Morden. Wäre eine witzige Sache geworden, hier so ein bisschen von links und rechts angepöbelt zu werden. Haha, voll lustig. Mit Grunt reden. Wo? Tuchanka mit Grunt? Was? Ich habe keine Ahnung. Shepard, was kann ich für Sie tun, mein Freund? Grunts Problemchen. Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord O'Kir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shi'Agal. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Anscheinend. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. O'Kir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Er ist tot. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Ah ja. Ich brauche Grunt voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ach, geile Sache. Jugend. Können wir ihn nicht einfach nach Omega bringen und ihm ein paar Tänze kaufen? Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist kein Kroganer. Nee, gar nicht. Idiot. Nun, Grunt, möchten Sie zu den Erdnut gehören? Mal kurz geguckt.
Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Dazu kann ich nichts sagen, Shepard. Das ist die Aufgabe des Schamanen. Sie lassen zu, dass ein im Tank gezüchteter Kroganer sich dem Erdnot-Clan anschließt? Nur weil er bei Ihnen ist. Immerhin haben Sie und ich Tausende wie ihn getötet. Die waren nicht ganz so groß, aber es waren viele. Ah ja. Der Erdnot-Clan ist stark und die anderen werden tun, was ich sage. Sie wissen, dass meine Vision ihnen nur Vorteile bringt. Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn er hier bliebe, würde er getötet. Clanlose haben keine Daseinsberechtigung. Und für Tankzüchtungen gilt das umso mehr. Hm. Seine Anlagen bleiben die gleichen, Ritus oder nicht. Er ist eben einfach ein Kroganer. Davon hat O'Kir im Tank nichts gesagt. Stimmt's? Naja, dann mal seine Entscheidung, nicht wahr? Es ist seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut, deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben? Hm? Echt mal. Gut, dann sehen wir uns natürlich später. Ich muss gehen, wir besprechen das ein andermal. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Ja, danke. So, wir müssen jetzt... Ach ja, wir können mal mit Grunt reden. Hallo, Tuchanka. Das soll die großartige Heimatwelt der Kroganer sein. Das Land von Kredak, Shiaga und Viol. Dieser Felsbrocken ist es ja kaum wert, dass man darauf steht. Hat da irgendwie recht.